Kiel, Problembezirk Garden. Die Sozialarbeiter Lars Günther und Jasmin Tellschaft sind täglich im Auftrag des Jugendamtes hier unterwegs, um über das Wohl der Kinder zu wachen. Das, was passieren kann, das ist natürlich meine größte Sorge, die ich hier habe. Wir sind alle nicht unfehlbar, aber es ist gut, dass es uns gibt. Ihre Klienten sind meistens Familien, die mit der Erziehung ihrer Kinder an ihre Grenzen kommen. Zum Beispiel die 33-jährige Nadja. Ich weiß manchmal nicht mehr weiter, gar nichts. Mit viel Engagement und Herzblut unterstützen Jasmin Tellschaft und Lars Günther ihre Klienten, damit die Kinder in ihren Familien bleiben können. 8 Monate lang begleiten wir die Kieler Sozialarbeiter und ihre Fälle. Kiel, Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein. Hier im sozialen Brennpunkt Kiel-Garden wohnen viele Hartz-IV-Empfänger und Migranten. Jedes dritte Kind lebt hart an der Armutsgrenze. Rund 350 Familien im Viertel werden vom ASD, dem Allgemeinen Sozialdienst, im Auftrag des Jugendamts betreut. So wie die 33-jährige Mutter Nadja. Sie versucht gerade, ihren 8-jährigen Sohn Jim zu bändigen. Jim, hör auf! In der 4-Zimmer-Wohnung leben noch Nadjas Lebensgefährte Lothar, die 7-jährige Joanna und die 11-jährige Julia. Nadja ist oft überfordert, vor allem mit Jim. Was war in der Schule los? Hast du dich gehauen mit anderen? Es ist schwierig, ne? Ich halte ihn auch manchmal fest, dass ich wirklich auf dem Bett sitze und ihn richtig festhalte, ne? Bei ihm, das ist richtig schwer. Jim, komm. Doch. Gib mir mal bitte deine Brotdose und dann. Ist das öfter so, dass er. Das ist jedes Mal so bei ihm. Also, ich weiß es nicht. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich es hinkriege mit ihm. Nadja bekommt seit 12 Jahren Erziehungshilfe vom Jugendamt. Das bedeutet, sie wird in ihrem Alltag mit den Kindern unterstützt. Ihr zuständiger Sozialarbeiter im Auftrag des Jugendamtes ist Lars Günther vom Allgemeinen Sozialdienst. Er ist ihr Ansprechpartner, organisiert die Erziehungshilfen und überprüft regelmäßig das Kindeswohl. Neben Nadja begleitet er noch rund 30 weitere Familien hier im Viertel. Sein Job? Eine Gratwanderung. Denn jeder Fehler könnte für ein Kind schlimm enden. Also die Sorge, dass ich was übersehe, die habe ich ganz klar. Und das, was passieren kann, das ist natürlich meine größte Sorge, die ich hier habe. Wie willst du die denn haben? So? OB hat große Schwierigkeiten, Erziehung umzusetzen. Aber sie zeigt alles Bemühen, alles, was sie an Möglichkeiten hat, versucht sie für ihre Kinder umzusetzen. Nadja hat eigentlich 6 Kinder. Aber nur 3 leben noch bei ihr. Ihre 3 ältesten Jungs kamen in eine Pflegefamilie und ins Kinderheim. Denn Nadja war mit ihrer Erziehung überfordert. Auch jetzt ruft sie Lars Günther fast täglich an und holt sich Rat. Früher hatte sie Angst vorm Jugendamt. Heute sieht sie darin eine Stütze. Der Günther gibt mir dann immer Zusprüche und sagt, nein, Sie brauchen keine Angst haben, wir nehmen die Kinder nicht weg. Wir sind da für Sie. Und das hilft mir dann halt auch, ne? Bis auf 3 schwarz, ne? Ja. Hörst du nicht? Vor allem am Abend kommt Nadja an ihre Grenzen. Das merkt auch die 11-jährige Julia. Ich streite mich oft mit meinen Geschwistern. Die Mama schimpft und manchmal ist sie erschöpft und weint dann. Ich kann das verstehen. Abendbrot essen. Joanna! Hinsetzen. Hinsetzen im Auge, jetzt reicht's. Joanna, sag mal, bist du verrückt? Ich will jetzt. Hör auf jetzt! Ich will jetzt Setz dich bitte hin. Yeah!
was in wohlbehüteten, gut situierten Familien längst nicht mehr gehen würde. Und es hier manchmal erzieherischer Alltag. Das Jugendamt arbeitet mit Nadja regelmäßig an solchen Überforderungsmomenten. Bei einer akuten Kindeswohlgefährdung wie Gewalt oder Vernachlässigung würde Lars Günther sofort einschreiten und die Kinder aus der Familie nehmen. Nadja lernt auch, sich zurückzuziehen, bevor die Situation eskaliert. Ich weiß manchmal ja nicht mehr weiter, gar nichts. Wo ich dann sagen kann, ich kann zwar tagsüber beim Jugendamt anrufen, abends ist keiner da. Am nächsten Tag. Sozialarbeiter Lars Günther ist erneut auf dem Weg zu seiner Klientin Nadja. Nicht alle seine Fälle bitten ihn so offen um Hilfe und arbeiten mit ihm zusammen wie die sechsfache Mutter. Hallo Günther. Hallo. Ja. Wir sitzen ja nun zusammen, weil Sie auch mich heute Morgen nochmal angerufen haben, gesagt haben, das wird immer schwieriger mit Ihren, mit Joanna, mit der ganz Kleinen. Ja. Das Problem ist, Jim und Joanna, die wechseln sich ab. Ein Tag ist es Jim, ein Tag ist es Joanna. So kommt das bei Ihnen an, ne? Die planen das natürlich nicht. Ja, es kommt mir aber so vor. Ja, es kommt Ihnen so vor, das glaube ich. Ja. Das ist doch nicht normal. Ja, ja. Und wir kennen uns ja schon so lange und ich weiß, dass Sie immer gerne auch was umsetzen wollen. Und der Alltag... Schaffe ich nur nicht, ne? Nee, der, ja, oder sagen wir mal ein bisschen... Aber wieder einfallen. Da gibt es dann alte Rituale, die dann auch wieder, wieder kommen. Lars Günther ist kein Erziehungsberater. Der Sozialarbeiter organisiert die Unterstützung für Nadja und ist ihr Ansprechpartner bei Problemen. Und er motiviert sie immer wieder, nicht aufzugeben. Ich habe lange gekämpft, aber ich habe es nicht geschafft. Aber ich möchte es verhindern bei Jim, bei Joanna. Bei Julia wird es nicht passieren, aber ich möchte es halt schaffen. Es geht darum, eine Negativspirale zu durchbrechen. Es geht darum, in der Kommunikation an den positiven Seiten zu arbeiten und dass beide in der Kommunikation, Kinder wie Eltern, immer wieder sich negativ verstärken, indem sie auf dem anderen, sag ich mal, rumhacken. Lars Günther plant, eine zusätzliche Erziehungsberatung für Nadja zu organisieren. In mehreren Terminen soll die Mutter lernen, ihr Verhalten gegenüber den Kindern besser zu kontrollieren. Tschüss. Und ich melde mich telefonisch, ne? Ja. Ich denke nie, dass es das nicht bringt. Ich habe das so oft erlebt, dass Menschen gesagt haben, durch die pädagogische Arbeit, die wir hier machen, da ist was hängen geblieben. Jasmin Tellschaft ist eine Kollegin von Lars Günther. Die Sozialarbeiterin ist ebenfalls im Auftrag des Jugendamtes unterwegs. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Albersdorf zu Tatjana, einer jungen Mutter, in eine Wohngruppe. Jasmin Tellschafts Klientin Tatjana lebt in einer Mutter-Kind-Einrichtung an der Nordsee. Sie ist gerade 18 geworden und bereits Mutter eines kleinen Jungen. Auf Tatjanas Wunsch haben wir den einjährigen Lukas unkenntlich gemacht. Vor 5 Jahren wurde das Jugendamt auf Tatjana und ihre Eltern aufmerksam. Das damals 13-jährige Mädchen hatte sich selbst an die Polizei und das Jugendamt gewandt, weil sie und ihre Geschwister von ihrer Mutter und ihrem Vater vernachlässigt wurden. Man hat auch ein Zimmer eingeschlossen und sowas. Dann sind ich und mein Bruder abgehauen und dann sind wir halt rumgereist. Also wir sind 5 Jahre zusammen immer von einer Pflegefamilie in die WG gekommen und Obhutfamilie und so. Es ist ungewöhnlich, dass die Kinder selbst beim Jugendamt um Hilfe bitten, so wie Tatjana. Die meisten Anzeigen wegen Kindeswohlgefährdung kommen nicht von den Betroffenen, sondern aus ihrem Umfeld. Tatjana wusste damals einfach nicht mehr weiter. Dann bin ich in den Drogen reingekommen und Alkohol, hab die Schule geschmissen und hab meinen Abschluss abgebrochen und war halt selbstmordgefährdet. Ich stand auch auf dem Dach und sowas. Ja, und dann, wo ich die Schule wieder angefangen habe und meinen Abschluss nachmachen wollte, haben die Ärzte davon geredet, dass ich eine Entzündung im Bauch hatte. Und da bin ich zum Frauenarzt gegangen, da war ich schon in der 8. Woche schwanger. Durch die Geburt ihres Sohnes fand Tatjana Halt und hat sich hier in der Mutter-Kind-Einrichtung gut eingelebt. Also ich wollte immer ein Kind haben, weil ich meinem Kind das geben wollte, was ich nie hatte, also ein schönes Leben. Ja, und dann war es aber doch ein Zufall, dass ich ihn bekommen habe. Und jetzt gebe ich ihm halt alles, was er will. Also er ist schon ein bisschen verwöhnt. Ja.
Für die Sozialarbeiterin ist es wichtig, die richtige Distanz zu ihren Fällen zu bewahren. Natürlich kann ich keine familiäre Person für sie ersetzen, möchte ich auch gar nicht. Aber ich denke schon, dass sie sich freut, wenn sie merkt, dass der Mitarbeiter vom ASD sich auch für sie interessiert. Tatjana lebt hier gemeinsam mit anderen Jugendlichen und minderjährigen Müttern, die nicht von ihren Eltern betreut werden können. Hallo Tatjana. Hallo Frau Telscher, kommen Sie rein. Bei dem Gespräch ist auch Tatjanas Betreuerin aus der Einrichtung anwesend. Das Mädchen ist gerade 18 geworden. Weil sie ihre Mutterrolle gut meistert, bekommt sie nun auch das Sorgerecht für ihren Sohn Lukas. Bei minderjährigen Müttern liegt das Sorgerecht automatisch beim Jugendamt. Wir sind jetzt auch ein bisschen stolz, was du sagen kannst du jetzt? Ich bin stolz. Ich kann selber entscheiden, was ich mit meinem Kind mache, was ich nicht mit ihm mache, wo er hingeht. Und das ist schon gut. Jasmin Tellschaft prüft nun, ob die junge Mutter reif genug ist, auf eigenen Beinen zu stehen und demnächst ohne Hilfe vom Jugendamt auskommt. Denn Tatjana will aus der Einrichtung in eine eigene Wohnung ziehen. In Kiel ist unterdessen Jasmin Tellschafts Kollege Lars Günther mit seiner Klientin Nadja und ihrem Lebensgefährten auf dem Weg zum Gericht. Der Sozialarbeiter begleitet alle wichtigen Entscheidungen. Heute geht es um Nadjas Ex-Mann, den Vater der Kinder. Er soll Umgangsrecht bekommen, möchte die Kinder regelmäßig sehen. Dagegen klagt die Mutter. Nadjas Ansicht nach würde ihr Ex-Mann die Kinder immer wieder enttäuschen. Aber gut, das ist eine Entscheidung, die das Gericht trifft. Dann muss man sich dem sozusagen dann auch beugen. Seine Emotionen muss Lars Günther immer außen vor lassen. Nach rund einer Stunde hat das Gericht entschieden, der Vater darf die Kinder einmal im Monat sehen. Für Nadja ist das schwer zu verdauen. Ja, geht so, ne? Er hat jetzt Umgang. Am 15. Das ist scheiße für die Kinder. Ich finde es okay. Letztendlich ist es auch der Wunsch oft genug der Kinder, ihren Vater auch regelmäßig zu sehen. Für Nadja ist es schwieriger. Sie fühlt sich nicht in der Lage, mit ihren Kindern über den Gerichtsprozess zu sprechen. Deshalb wird sie Lars Günther dabei unterstützen. Zurück bei Sozialarbeiterin Jasmin Tellschaft und ihrer Klientin Tatjana. Die junge Mutter möchte bald aus der Mutter-Kind-Einrichtung in eine eigene Wohnung ziehen. Lukas wächst und gedeiht, das habe ich ja gesehen. Was denkst du denn, wenn du jetzt ausziehst? Was wird sich da verändern grundlegend? Was hast du da nicht mehr für Möglichkeiten? Also ich kann einfach mal so rausgehen und mein Kind abgeben. Und ich finde, sonst bleibt das so, wie es ist. Ja, also ich muss halt selber kochen jeden Tag und nicht nur einmal bis zweimal in der Woche. Aber sonst läuft alles so, wie ich hier auch. Die Betreuerin aus der Mutter-Kind-Einrichtung, Syringa Graf, hat Tatjanas Entwicklung hautnah miterlebt. Tatjana ist zu einer selbstbewussten jungen Frau herangewachsen. Eine ganz liebevolle, fürsorgliche Mama. Und wir, ja, bedauern das sehr, dass sie uns irgendwann verlässt, da sie auch eine große Stütze ist bei uns in der Wohngruppe. Wünsche ich dir viel Erfolg für deine Wohnungssuche und hoffe, dass das schnell klappt und du eine schöne Wohnung für dich und Lukas findest. Ja, das wäre schön. Es wird schon ein bisschen was fehlen, die ganzen Leute, aber ich freue mich eigentlich, dass ich ausziehen kann, weil hier ist es wirklich zwischendurch mal ein bisschen lauter und man hat dann halt seine Ruhe, man kann sich auch richtig zurückziehen, ohne dass jemand hinterherläuft. Tatjana möchte auch weiterhin Hilfe vom Jugendamt bekommen. Die Gelder dafür müssen allerdings immer wieder neu bewilligt werden. Jasmin Tellschaft wird sich darum kümmern. Ich finde das faszinierend, dass Tatjana sich so entwickelt hat und dass es jetzt im Moment so gut läuft mit ihrem Sohn. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich die Befürchtung, dass sie ihre Vergangenheit noch mal einholen wird eines Tages. Und natürlich schwingen da auch so eine Gedanken mit. Hoffentlich sucht sie sich nicht eine ähnliche Partnerschaft oder dass ihr gleiche Dinge passieren, die ihr in der Kindheit widerfahren sind. Das ist auf jeden Fall ein Gedanke, der mitschwingt. Aber man kann nur das Beste für Tatjana hoffen und ihr wünschen, dass sie einen anderen Weg gehen kann. Am nächsten Tag. Lars Günther hat einen Termin in diesem Wohnblock. Hier lebt eine Frau aus Kenia. Ihr 5-jähriger Sohn Lucky war am Wochenende von der Polizei und dem Jugendamt in eine Pflegefamilie gebracht worden, weil seine Mutter so betrunken war, dass sie sich nicht um das Kind kümmern konnte. Zuvor war die Familie nie aufgefallen. Nun macht sich der Sozialarbeiter selbst ein Bild, um zu entscheiden,
ob das Kind wieder zu seiner Mutter zurück darf. Ich habe jetzt überprüft, wie es im Kindergarten aussieht. Ich habe mit der Pflegefamilie gesprochen und als letzten Schritt möchte ich eben noch mal in die Wohnung gucken und mit der Frau und ihrer Freundin zusammen, die auch übersetzt, über die Situation sprechen und was wir tun können. Und das mache ich jetzt. Unsere Kamera muss draußen bleiben. Eine Stunde später hat Lars einen Eindruck von der Kenianerin gewonnen. Nach 15 Jahren Berufserfahrung vertraut der Sozialarbeiter auch seinem Bauchgefühl und seiner Menschenkenntnis. Ja, ich habe eine angenehme Atmosphäre vorgefunden. Es war liebevoll eingerichtet. Man sah auch an bestimmten Details, dass das nicht nur für mich so inszeniert wurde, sondern das war so. Aber die Frage ist, passiert das zukünftig nochmal? Und das müssen wir verhindern. Vom Jugendamt in Obhut genommene Kinder sollen, wenn möglich, zu ihren Familien zurück. Aber nur dann, wenn keine Gefahr von Kindeswohlgefährdung besteht, wie zum Beispiel Misshandlung oder Vernachlässigung. Lars Günther wird den Fall des kleinen Lucky nicht allein entscheiden. Jede Fehleinschätzung könnte für das Kind schlimme Konsequenzen haben. Deshalb werden solche Entscheidungen immer im Team getroffen. Ja, wir haben heute Fallforum und wir fangen jetzt mit einem Fall von Lars an. Ja, also ich berichte von einer Familie, also einer alleinerziehenden Mutter mit einem 5-jährigen Kind. Bei einer akuten Kindeswohlgefährdung darf das Jugendamt sofort handeln, auch wenn sich die Eltern sträuben. Dann erwirkt die Behörde binnen 24 Stunden einen richterlichen Beschluss und nimmt das Kind in Obhut. Also Kinder rausholen ist ja auch ein hoher Stress in der Familie, auch für uns, in die Familie reinzugehen und das auch durchzusetzen, teilweise auch mit Polizei durchzusetzen. Das ist ja keine Spaßveranstaltung, ne? Oder wo wir denn große Freude in dem Moment haben. Also von daher finde ich, dass wir erstmal jede Möglichkeit versuchen auszuschöpfen, damit wir auch Kinder nicht rausholen. Im Fall des kleinen Lucky müssen die Sozialarbeiter genau abwägen, ob der Junge nach Hause zurück darf. Dabei werden die Informationen aus dem Kindergarten und natürlich die persönlichen Eindrücke von Lars Günther berücksichtigt. Du hast dich ja bestimmt auch damit konfrontiert. Ist ja auch nicht ein normaler Weg vom Kindergarten direkt zum Kiosk, sich 3 Bier da mal ziehen. Was macht das Kind in der Zwischenzeit oder wie hat sich das vorgestellt? Ich habe den Verdacht, dass sie abends einfach mal ein paar hebt, trinkt und irgendwie das manchmal auch nicht unter Kontrolle hat und dass die Abstände immer kürzer werden. Also erstmal ist sie ja ganz gut zu erreichen, ne? Und sagt auch, dass sie kooperativ ist. Aber ich finde, wenn sie freiwillig auch sagt, sie nimmt Unterstützung an, ist das eine gute Sache erstmal. Normalerweise, wenn das Kind kleiner wäre, wenn das Kind vielleicht 1,5 oder 2 wäre, würde die Mutter das Kind in dem Moment nicht so zurückgeben. Das Kind ist aber 5 und wird jetzt auch 6, wird nächstes Jahr zur Schule gehen, kann sich irgendwie auch ja, äußern und wird im Kindergarten ja im Familienzentrum auch gesehen. Lucky darf wieder nach Hause. Ein Grund dafür ist die Bereitschaft der Mutter, in Zukunft mit dem Jugendamt zusammenzuarbeiten. Nicht alle Klienten sind so kooperativ. Also man braucht schon ein dickes Fell für die Arbeit. Besonders im Garten ist ja so die Situation, dass wir viele schwierige Fälle haben. Und das merkt man ja schon auch im Kollegenkreis, dass auch viele Kollegen hier gewechselt haben. Am nächsten Tag. Lars Günther ist auf dem Weg zu der afrikanischen Mutter. Diesmal nicht allein. Jetzt fahren wir direkt zur Mama. Der kleine Lucky darf heute wieder zurück nach Hause. Und, freust dich? Ja, ne? Ich glaube, dass er nicht traumatisiert ist. Er hat das tatsächlich gesehen. Wir haben eine Notsituation und ich muss jetzt mal woanders hin. Wir hatten ja auch relativ schnell geklärt, dass er dann auch bald zurückkommen kann. Das wurde ihm dann ja auch gesagt. Für ihn war das dann, ja, eine Auszeit, nennen wir das mal. Lucky darf wieder bei seiner Mama wohnen. Doch Lars Günther wird in Zukunft ein Auge auf die Familie haben. Ich habe den Jungen mit einem guten Gewissen zurückbringen können. Und obwohl sie ein Alkoholproblem hat, ist es bei Kindern in dem Alter auch wichtig, dass sie bei einer liebevollen Mutter dann auch wieder zurückkommen. Ich hätte kein gutes Gewissen, wenn ich die Akte jetzt schließen würde. Ich habe sie nur, weil ich weiß, es geht weiter. Kiel, 3 Monate später. Bei Sozialarbeiter Lars Günther klingelt ununterbrochen das Telefon. Lars Günther, Amt für Familie und Soziales. Auf die
Die Anrufe kommen von den Klienten selbst oder aus den Netzwerken des Jugendamtes, Kindergärten, Schulen und Familienzentren. Die Sozialarbeiter prüfen jeden Hinweis auf Kindeswohlgefährdung. Jasmin Tellschaft ist heute mit ihrer Klientin Tatjana verabredet. Da gibt es Neuigkeiten. Seit wann hast du die Zusage für die Wohnung denn? Ja, seit Ende Januar ungefähr. Mhm. Und sonst geht's euch beiden gut? Ja, ich verlobe mich bald. Ach was, also letztes Mal hattest du noch keinen Freund, als ich letztes Mal da war. Das war noch nicht offiziell. Okay, und jetzt wollt ihr euch schon verloben? Also wir wollen auch ein zweites Kind, dann muss ich nicht. Oh. Nachdem ich fertig bin mit Schule und so. Okay. Das kann und will ich nicht bewerten. So, ich sehe es natürlich mit Fragezeichen, wenn ein 18-jähriges Mädchen mit einem kleinen Kind einen Mann kennenlernt, mit dem sie dann für ein paar Monate zusammen ist und ihn dann gleich heiraten will und auch schon davon spricht, noch ein zweites Kind haben zu wollen. Ja, bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Teamkollege Lars Günther trifft sich unterdessen mit Nadja und ihrem Lebensgefährten Lothar. Wollen Sie noch abholen? Lars Günther begleitet seine Klientin zur Erziehungsberatung, die sie seit ein paar Wochen besucht. Heute soll es vor allem um ihren Sohn Jim gehen. Nadja schüttet dem Sozialarbeiter schon auf der Straße ihr Herz aus. Da gab es ja genug Ärger und Stress in der Vergangenheit. Das ist ja, das Problem. Aber mit Jim ist das im Moment echt schlimm. Ich bin echt doch am Überlegen, ob sie nicht versuchen. Ich weiß auch nicht. Ich komm noch nicht mal ran an ihn. Komm nicht mal ran. Ist so. Ist vorbei. Nadja hadert, ob sie ihren Sohn in eine Pflegefamilie geben soll. Lars Günther nimmt das sehr ernst, aber er weiß auch, dass die sechsfache Mutter immer wieder an sich zweifelt. Wenn Sie sagen, das geht nicht mehr, dann ist es natürlich so. Dann müssen wir darüber reden. Aber das müssen wir jetzt nicht hier besprechen. Bei der videogestützten Erziehungsberatung lernt Nadja seit ein paar Wochen, wie sie mit ihren Kindern gelassener umgehen und besser reagieren kann, auch in Stresssituationen. Erziehungsberaterin Jasmin Noll hat deshalb die ganze Familie mit einer Handykamera beim Spielen aufgenommen. Jetzt werden die Videoaufnahmen gemeinsam analysiert. Das ist ein Standbild. Das sehen Sie. Können Sie das erkennen, ja. Was für ein freundliches Gesicht Sie machen? Ja. Ja, das sieht gut aus. Sie lächeln. Mhm. Ich finde, da haben Sie sich ganz toll dran gehalten. Die ganze Zeit. Mhm. Also, ne, wenn ich Ihnen sage, so gucken Sie, achten Sie da drauf, freundlich zu gucken, dann tun Sie das. Ja, jetzt. Sehen Sie jetzt? Ja. Das sind so ganz kleine Momente, was Eltern ihren Kindern geben können. Und das ist so, was macht Sie gerade traurig? Das haben Sie doch ganz toll gemacht. Weil ich das wahrscheinlich nicht sehe. Ne, zu Hause. Aber ich könnte. Sie haben ja diese Momente. Deswegen zeige ich Ihnen sie ja. Das heißt, diese Stärken haben Sie ja. Manchmal müssen Sie nur. Ja, aber ich muss es doch auch zu Hause umsetzen können. Deswegen kommen Sie ja zu mir. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Das wird ein bisschen dauern, aber diese kleinen Schritte werden Sie tun. Ich glaube da nicht dran. Was hat Joanna mitgenommen? Wir haben ja Nadja fällt es schwer zu glauben, dass sie irgendetwas richtig macht. Liebe und Fürsorge kennt sie aus ihrer eigenen Kindheit nicht. Ich möchte ja nicht das wiedergeben, was ich erlebt habe in der Kindheit. Und ich glaube, das nehme ich mal an, dass ich das gemacht habe. Ich habe nur Schlechtes in meiner Familie erfahren. Ich bin auch ganz ehrlich bei meiner Mutter, ne? Lars Günther steht in engem Kontakt mit der Schule und weiß, dass Nadjas Kinder dort nicht über die Maßen auffallen. Da haben Sie auch gesehen, wie Joanna das alles gut in der Schule macht. Die hat Schulerfolge. Die verhält sich da richtig angemessen. Das ist wirklich toll. Also die Lehrerin war richtig begeistert. Mhm. Und das ist ja auch mal gut zu hören. Also es kann ja nicht alles nur schlecht sein. Doch Nadja ist immer noch hin und her gerissen. Okay. Sie will ihre Kinder gern selbst erziehen. Trotzdem hadert sie, ob sie ihren Sohn nicht am Ende doch weggeben muss. Ich hoffe, dass es was bringt jetzt für die Zukunft. Mit Jim und dem Kleinen. Mein Gefühl sagt mir, ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung, ob ich es schaffe. Weiß ich nicht. Das Gefühl bei Jim, raus aus der Familie, nicht mehr bei ihnen zu sein und auch sie als Stiefvater,
dass, wenn man das abwiegt, er würde immer, es würde ganz schrecklich für ihn sein. Es würde ihn zerreißen. Es würde ihn zerreißen und da sind Sie einfach auch Sie als Mutter gefragt, Sie als Stiefvater. Und deshalb glaube ich, dass das Sie schaffen. Sie zweifelt, glaube ich, mehr an sich selbst, an ihrer Erziehungsfähigkeit, als dass ich als Jugendamt oder als Institution ihr sage, sie kann nicht erziehen und deshalb müssten die Kinder untergebracht werden. Also es steht in keinster Weise im Moment an, eine zwangsweise Herausnahme der Kinder oder eins der Kinder. Drei Tage später. Jasmin Tellschaft ist auf dem Weg zu Martina, einer vierfachen Mutter. Die Sozialarbeiterin hat den Fall von einer Kollegin übernommen. Ich gucke mir erstmal die Wohnung an, dann werde ich ja die beiden Kinder, Lars und Sina, vermutlich kennenlernen, die jetzt aus der Schule kommen. Und ja, da bin ich erstmal gespannt. Hallo Frau. Hallo. Ja, das ist die Küche. Die wird im Moment renoviert. Ja. Da kann ich jetzt nicht viel zeigen. Neu tapezieren und so? Ja. Macht da die Hausverwaltung auch was? Oder ja, ja, die hält mir. Ja. Okay. Hm? Müssen Sie nicht alles alleine machen? Nein, muss ich nicht alleine machen. Das ist ja gut. Wie lange wohnen Sie denn schon hier? Jetzt 11 Jahre. Ach so, eine ganze Zeit. Mhm. Ja gut, da muss man natürlich mal verrenovieren. Okay, gut, das ist dann Sina ihr Zimmer. Sina ist 12 und noch in der Schule. Auch der 13-jährige Lars hat sein eigenes Zimmer. Der Kaninchen, wie ich sehe. Ja. Wie viele haben Sie im Moment? Das sind 7, ne? Außenstehende sind natürlich immer schnell dabei, ihre eigene familiäre Situation mit der zu vergleichen, derer wir uns annehmen. Weil man schnell dabei ist, sein eigenes Leben auf das der Klienten überzustülpen. Und das ist eben ganz schwierig. Aber es ist deren Realität. So, es ist deren Realität und die Kinder sind dort so aufgewachsen. Und man muss auch einfach dazu sagen, die sind oftmals glücklich dort. Jasmin Tellschaft kennt die Familie bisher nur aus den Akten. Martina hat Angststörungen. Deshalb ist sie seit 11 Jahren ein Fall fürs Jugendamt. 2 ihrer 4 Kinder leben in einer Pflegefamilie und im Kinderheim. Natürlich ist man geschockt, wenn das Jugendamt vor der Tür steht. Als Mutter denkt man, man schafft alles. Ne? Aber da sind die Grenzen eben halt erreicht. Und dann wurde mir eben halt gesagt, dass es nicht besser werden kann. Heute sucht Martina Rat bei Jasmin Tellschaft, denn sie hat ein Problem mit ihrem ältesten Sohn Marco. Der 16-Jährige möchte gern aus dem Kinderheim wieder nach Hause zurück. Naja, Marco sagt, er ist jetzt schon viele Jahre da. Seit 2008 lebt Marco ja da. Gut, und jetzt ist Marco, der wird 17 im November und trägt natürlich nach Hause zu kommen. Aber es liegt ja noch vieles davor. Also Marco muss noch viel schaffen, ich muss noch viel schaffen, Marco muss seine Schule beenden. Martina ist hin und her gerissen. Einerseits möchte sie, dass ihr Sohn nach Hause kommt, doch sie hat Angst, dass sie es wieder nicht schafft. Ich werde da trotzdem drum kämpfen. Ich hole mir die Kinder wieder. Ich werde auch alles besser machen. Und auch das Jugendamt hat ein Wörtchen mitzureden. Für ein endgültiges Urteil muss sich Jasmin Tellschaft Zeit nehmen. Also in Bezug auf das Emotionale ist es, glaube ich, so, dass Frau sagt, da wäre Marco bei ihr besser aufgehoben, ne? Ist eben auch ihr Kind und hängt an ihr. Aber sie weiß eben, sie ist nicht so strukturiert wie diese Einrichtung, kann es vielleicht nicht immer leisten, ihn rechtzeitig zur Schule zu bringen, zur Ausbildung, ihn dazu motivieren, auch Hausaufgaben zu machen oder zu lernen. Und das ist halt in der Einrichtung gegeben. Da hat er einen ganz klar strukturierten Rahmen, so hat Regeln und Grenzen, da muss er sich auch dran halten. Und da weiß sie, glaube ich, von sich selber, dass sie diesen Rahmen nicht so gut leisten kann. Im Moment kommt Marco ungefähr einmal im Monat zu Besuch nach Hause. Sein Bruder vermisst ihn auch. Es wäre halt für mich mein einziger Wunsch, dass er wieder zurückkommt. Mhm. Weil sein Bruder ist, ja. Den gern um dich hättest, ne? Mhm. Mhm. Ein großer Bruder kann man immer gut gebrauchen. Ja, kann man, ne? Ja. Ob und wann Marco zu seiner Familie zurück kann, wird Jasmin Tellschaft im Team und gemeinsam mit allen Beteiligten entscheiden. Also wir würden sicherlich beim nächsten Hausbesuch das Thema Marco nochmal aufgreifen. Das scheint sie sehr zu beschäftigen. Und ich würde auch nochmal mit der Einrichtung in Kontakt gehen und fragen, wie deren Einschätzung so ist, wie es Marco da so geht aktuell. Würde dann auch gucken, dass ich mit Marco nochmal sprechen kann. Dann würde man das nochmal genauer besprechen, in welchem zeitlichen Ablauf sich das bewegt. 4 Monate später. Mitten in der Nacht ist Lars Günther unterwegs durch Kiel zu einem Einsatz. Er hatte Rufbereitschaft.
Jugendämter müssen rund um die Uhr erreichbar sein, damit die Sozialarbeiter in Notsituationen sofort eingreifen können. Wir begleiten Lars mit einer Minikamera zu einem Jungen, der von zu Hause weggelaufen ist. Ich fahre jetzt zum Hauptbahnhof und da ist ein 14-jähriger Jugendlicher, der von zu Hause im Streit gegangen ist. Er hat wohl auch seine Mutter mit einem Messer bedroht. Der 14-Jährige wollte allein mit dem Zug nach Hamburg fahren und wurde von der Polizei aufgegriffen. Der Sozialarbeiter hat selbst drei Kinder, die kennen solche nächtlichen Einsätze ihres Vaters. Ich habe Fernsehen geguckt und mich mit meinen Kindern unterhalten und dann kommt dieses Telefon so zwischendurch und dann heißt es, ah Mist, das was wir eben besprochen haben, das können wir nicht weiterführen und ich komme erst in geschätzten 2 Stunden wieder zurück. Das ist dann so, damit müssen wir dann irgendwie auch leben. Das kennen die Kinder aber auch, das ist auch weiter nicht so dramatisch. Ein bisschen ungutes Gefühl habe ich jetzt, weil er ja doch mit dem Messer gedroht hat. Ich kann das nicht genau einschätzen. Die Sozialarbeiter wissen bei einer Inobhutnahme nie genau, was auf sie zukommt. In den meisten Fällen ist die Polizei schon vor Ort, wie auch hier. Die Bundespolizei, guten Abend. Ja, was könnt ihr hier? Rufbereitschaft stehen? Ja, einmal zick. Die Sachen habe ich ihm abgenommen, also das haben wir nicht extra aufgeführt, aber das Messer, ne? Abgenommen haben. Nee, ich spreche jetzt erstmal mit dem Jungen. Hallo. Der Sozialarbeiter will immer beide Seiten hören. Deshalb versucht er nun auch, die Mutter des Jungen zu erreichen. Guten Tag, Günther, mein Lass, bitte, mein Name. Mit wem spreche ich? Sie sind die Mutter, ja? Ich bin vom Jugendamt. Ich bin die Rufbereitschaft der Stadt Kiel. Oder hallo. Und die Frau möchte nicht, dass ihr Sohn wieder nach Hause kommt. Lars Günther muss eine andere Lösung finden. Für solche Fälle gibt es Kindernothilfeeinrichtungen. Alles klar. Gut, dann bringe ich Ihren Sohn jetzt in eine Einrichtung der Jugendhilfe. Da habe ich auf jeden Fall eine Nacht, kann er mal in Ruhe ausschlafen. Das Jugendamt ist mit mehreren solcher Einrichtungen in Kiel vernetzt. Dein Handy, sagst du? Das ist der Akku leer. Meine Gesprächstaktik ist, beruhigend auf den Jungen einzuwirken und ihm zu signalisieren, wir haben eine Lösung für dieses Problem, was du gerade hast. Und ich suche dann immer wieder so einen Kontakt, stelle Fragen, rede auch ein bisschen gedämpfter. Einfach, um ihm zu sagen, hier klappt schon. Und versuche ihm zu erläutern, was die nächsten Schritte so sind, damit er weiß, was auf ihn zukommt. Der Junge ist mit seiner Mutter vor kurzem von Hamburg nach Kiel gezogen. Heute wollte er mit dem Zug zurück zu seinen Freunden nach Hamburg. Lars bemerkt, dass der Junge nicht zum ersten Mal vom Jugendamt in Obhut genommen wurde, denn er weiß genau, was auf ihn zukommt. Das ist dir wichtig, was muss man noch bedenken. Einfach Handykabel, das ist wichtig. Alles andere ist erstmal egal. Hygiene, ja, das kriegen wir hin. Also das ist überhaupt kein Thema. Zähne putzen, duschen, sowas halt, ne? Ja, das geht. Und ist auch die Frage, ob du jetzt überhaupt, werden wir auch gleich mal drüber reden, ob du denn zu einer Familie gehst. Kannst du dir das auch vorstellen? Wohngruppe wäre besser. Ja, aber dann in Hamburg. Nee, das geht nicht. Warum eigentlich? Weil wir jetzt in Kiel sind. Für in Obhut genommene Kinder gibt es überall in Deutschland anonyme Nothilfeeinrichtungen des Jugendamtes, wo die Kinder mindestens eine Nacht verbringen können. Danach sucht die Behörde eine neue Lösung. Für den Jungen gibt es wohl keinen Weg zurück nach Hause. Wahrscheinlich wird er später in einer Wohngruppe untergebracht. Mein Eindruck ist, dass er das natürlich aus Hamburg alles schon kennt. Und deshalb weiß er genau, was auf ihn zukommt. Das ist aufregend auch, aber das ist auch sehr Routine. Weil die Netzwerke laufen ja, ich muss halt nur das Richtige finden dann in der Situation. Lars Günthers Frau und seine drei Kinder machen sich wahrscheinlich keine Sorgen mehr um ihn. Die sind jetzt wahrscheinlich alle eingeschlafen und warten da eigentlich auch nicht mehr. Und die fragen auch nicht mehr, was war, weil das einfach schon so oft gewesen ist. Und nö, wenn ich jetzt nach Hause komme, ist erstmal, gehe ich aber ins Bett. Am nächsten Tag. Lars Günthers Kollegin Jasmin Tellschaft ist auf dem Weg zu ihrer Klientin Tatjana.
Heute nimmt sie Praktikant Timo mit. Die Berufsanfänger sollen von Anfang an bei Hausbesuchen dabei sein. Tatjana ist gut mal so als Vorzeigebeispiel, dass unsere Arbeit auch mal wirksam sein kann. Bei Tatjana hat sich viel verändert. Inzwischen ist sie in ihre erste eigene Wohnung gezogen. Die will sich Jasmin Tellschaft jetzt ansehen. Das weiß man nie, ob es da irgendwelche überraschenden Entwicklungen gibt. Das kann immer mal sein bei jungen Leuten. Aber ich glaube, in Bezug auf die Versorgung ihres Sohnes und die Situation, die häusliche, denke ich nicht, dass mich da irgendwas besonders überraschen wird. Hallo Tatjana. Hallo Hotelschaft. Ich habe euch jemanden mitgebracht, das ist Herr Arendt. Der macht heute Anerkennung ja bei uns. Das hier ist meine Küche. Ja, klein, aber fein. Ja, schick, ne? Hast du eine neue Einbauküche bekommen, oder? Ja, das war sofort drinne. Alles neu gemacht. Boah. Mhm. Hast du aber schön gemacht, ne? Ja. Nett eingerichtet. Die 18-jährige Tatjana beweist, dass sie durchaus auf eigenen Beinen stehen kann. Trotzdem wird sie auf ihren Wunsch hin noch ein halbes Jahr lang vom Jugendamt begleitet. Doch Jasmin Tellschaft wird den Fall an eine Kollegin abgeben. Durch Tatjanas Auszug aus der Mutter-Kind-Einrichtung ist sie nicht mehr für das Mädchen zuständig. Ja, wie gesagt, also es ist im Prinzip mein letzter Besuch hier heute bei dir. Also, ne, ich muss sagen, das war sehr schön mit dir. Also ich habe dich gerne begleitet auf deinem Weg. So. Also du bist echt ein positives Beispiel dafür, wie eine junge Mutter das echt gut machen kann. Also das kann ich dir so gerne zurückgeben. Hast du wirklich klasse gemacht. Also auch von Beginn an in der Mutter-Kind-Einrichtung, was ja auch nicht für jedes Mädchen einfach ist. Ne? Also du wirst da ja auch Mütter erlebt haben, die es nicht so einfach hatten wie du mit der Situation. Ja, also für mich war es anfangs auch nicht so leicht. Also die ersten zwei Tage wollte ich da weg. Also da wollte ich einfach. Ich habe auch überlegt, ob ich in der Pflegefamilie gebe und so. Aber danach langsam wurde es. Jasmin Tellschaft erkundigt sich nach dem aktuellen Stand von Tatjanas Heiratsplänen. Vor 4 Monaten wollte sich das Mädchen verloben. Ja, mit deinem Freund bin ich wirklich abenteuerlich, weil ich war am Telefon schon ein bisschen überrascht, als du erzählt hast, dass du heiratest und ihr habt einen Termin. Und, Genau, also wir waren verlobt vor 2 Wochen. Dann habe ich mich getrennt, weil er beim Pfingsten drogenrückfällig geworden ist. Und ich finde, es ist nicht gut, wenn man ein Kind hat und der Kerl ist dann drogensüchtig. Das muss nicht sein. Aus einer Hochzeit wird nun nichts, aber die junge Mutter hat schon bewiesen, dass sie mit ihrem Sohn auch allein leben kann. Tschüss, Frau Tellschaft. Dankeschön. Wenn irgendwas tschüss. Ist, kann tschüss. Sich natürlich trotzdem melden, ne? Wenn es irgendwie Probleme gibt. Jo. Lukas, sag mal tschüss. Tschüss. Für ihre Zukunft hat Tatjana schon ganz genaue Pläne. Ja, ich freue mich sehr auf meine Zukunft mit den Kleinen. Ich wünsche mir auch nach der Ausbildung noch ein zweites Kind, werde dann in Elternzeit gehen und dann meinen Job richtig anfangen. Es gibt natürlich Fälle, wo man vielleicht auch froh ist, dass man die Betreuung dann beenden kann. Die Leute vielleicht dann auch, dass man sie nicht mehr weiter betreut. Bei Tatjana ist es auch schade, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz soll sie ja ihren Weg auch dann irgendwann alleine gehen können. In Kiel ist unterdessen Jasmin Tellschafts Kollege Lars Günther auf dem Weg zu seiner Klientin Nadja und ihrem Lebensgefährten Lothar. Die 6-fache Mutter bekommt zwar vom Jugendamt Erziehungshilfe, bittet aber immer wieder ihren zuständigen Sozialarbeiter um Rat. Ich habe schon vorher ein Telefonat gehabt und da haben wir darüber gesprochen, dass es einigermaßen gut gelaufen ist die letzten paar Wochen. Jetzt gibt es aber aktuell eine Krise. Ich muss gucken, was da los ist. Rückblick. Noch im Winter hatte Nadja Probleme mit ihrem Sohn Jim. Sie überlegte sogar kurzzeitig, ihn in eine Pflegefamilie zu geben. Mit ihrer ältesten Tochter Julia ist Nadja immer gut ausgekommen. Das hat sich inzwischen geändert. Hallo, hallo, Herr Sünder. Das Problem ist, wenn die Nachbarskinder zu Hause sind, sind das die liebsten Kinder. Sind sie aber draußen, machen sie, was sie wollen. Und das Julia. Nehmen sie sich an. Julia jetzt, vor allen Dingen. Ja, die hat ihre Schwester mal dabei. Klar, Julia kommt ja jetzt auch in die Pubertät, ne? Sehr deutlich auch. Ja, aber ne, die erhebt die Hand gegenüber mir. Hm. Das geht schon mal gar nicht. Hm. Das geht nicht, das ist auch... Ich kann das Erziehungsverhalten nicht unbedingt bewerten, ob sich da was verändert hat. Ich weiß, dass sie an ihrem Erziehungsverhalten arbeiten wird. Das ist einfach die Erfahrung, die wir über Jahre miteinander bekommen haben. Und das ist so ein gegenseitiges
Vertrauen auch. Vor 2 Monaten habe ich geglaubt, dass wir das gepackt haben endlich. Und jetzt sagen wir wieder zurück. Wir hätten es über den Berg, wie man so sagt. Ne? Ja. Und dann, ich weiß nicht, ob drüben oder irgendwo sie oder andere Leute sie da aufstichen und... Schön. Man weiß es nicht. Ja. Inzwischen ist die 12-jährige Julia nach Hause gekommen. Hast du Hausaufgaben auf? Ja. Was? Deutsch. Und gehst du jetzt ins Mädchentreff? Nee. Gleich. Sie kann sich da hinsetzen. Sie geht im Mädchentreff, sagt sie. Du gehst ab und zu noch ins Mädchentreff? Gehst du doch im Mädchentreff? Aber nur Hausaufgaben machen. Das ist ja auch nicht immer. Kannst du auch hier machen. Was willst du? Das ist schwer. Ja, aber halt mal bitte. Das ist doch super. Ja, aber warum geht sie denn nicht zur Hausaufgabenhilfe? Ja, das aber, haben wir. Aber dafür gibt es diesen Laden. Dafür gibt es nicht. Damit man Hausaufgaben. Da gibt's, aber in der Schule. Ich hab 4 Seiten auf. Aber in der Schule geht es auch Hausaufgabenhilfe. Da geht sie ja nicht hin. Nee. B ist für Basis und E ist für erweitert. Dann gehen wir doch nicht. Guck, und danach muss ich noch 9 machen. Das hat sich viel verändert. Was hat sich denn verändert? Es gibt viel zu viel Streit hier, Stress. Und früher waren wir nicht so. Also früher haben wir nicht so, früher waren wir ein bisschen ruhiger und jetzt sind wir viel zu laut geworden und machen viel zu viel Stress. Ich habe schon gemerkt, dass die in Ton miteinander sehr gereizt miteinander umgegangen sind. Aber ich habe auch gemerkt, dass Julia auch immer wieder bemüht ist, dass sie auch andere Ideen von Zusammenleben hat und sich das auch wünscht. Und solange dieser Wunsch eben da ist, immer habe ich auch immer noch eine Hoffnung, dass das auch umgesetzt wird. Ja. Tschüss. Ja, aber ich lieb. Ja, würde ich auch. Tschüss. Okay, gut. Lars Günther ist optimistisch, dass Nadja bei der Erziehung ihrer 3 Kinder nicht aufgeben wird. Ich habe die Kinder nicht in die Welt gesetzt, um die da unterzubringen, alle. Tschüss und bis bald, ne? Ich meine, ich bin die Mutter. Ich meine, scheiß auf den Vater, aber ich... Ich bin für meine Kinder da, auch wenn sie Stress machen. Ja klar, wenn man auch irgendwann ohne Jugendamt auskommt. Aber im Moment, zur Zeit, ist halt das Jugendamt eine Unterstützung. Ja. Wir lassen sie auf keinen Fall allein. Das werden wir nicht tun. Und eigentlich bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir noch zusammen mehrere Jahre miteinander zu tun haben. So wie Nadja werden auch die meisten anderen Fälle über Jahre vom Jugendamt begleitet. Die beiden Kieler Sozialarbeiter sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Dieser Beruf wird ja kritisch gesehen. Und wenn das Jugendamt zu spät kommt und nicht das Richtige macht und so, da steht man ja sehr schnell auch in der Kritik. In dieser Angst habe ich natürlich auch. Ich muss eher sagen, dass es so ist, dass die Leute mich nicht unbedingt ansprechen, sondern oftmals dann auch eher meiden. Also man bemerkt dann so ein Träubchen, was sich dann auf einmal in die andere Richtung bewegt. Sich um meinen Kontakt zu buhlen, das tun sie jetzt nicht, nee. Ich habe ein Interesse und eine Neugier an Menschen und so einen Wunsch, einen besseren Weg zu gehen dann. Also das deutlich, das ist ja auch meine Berufswahl gewesen deshalb. Also es muss ja jemand diesen Job machen. Wir sind alle nicht unfehlbar, das ist so, aber es ist gut, dass es uns gibt. Wir sind ja keine Weltretter, ne? Man kann nicht die ganze Welt verbessern, aber es gibt viele positive Beispiele, wo es gut und wichtig war, dass wir da unterstützt haben. Ja.